Das erzählt in seinem Evangelium, dass zwei der Jünger Jesu sich kurz nach der Entdeckung des leeren Grabes auf den Weg nach Emmaus machten. Und auf dem Weg redeten sie miteinander über all das, was geschehen war. Plötzlich gesellte sich der auferstandene Jesus zu ihnen, ohne dass sie ihn erkannten. Und er fragte nach: Was sind das für Dinge, über die ihr da unterwegs sprecht? Zuerst wunderten sich die beiden über diese Frage. Aber sie erzählten doch von Jesus, seinem Prozess, seinem Tod, dem leeren Grab und der Auferstehungsbotschaft, die die Frauen mitbrachten. Von ihrem Unverständnis und ihrem Schmerz. Und dann übernimmt Jesus selbst das Heft. Und er erklärt den Jüngern, all das musste geschehen. So ist Christus in seine Herrlichkeit eingegangen. Als die drei in Emmaus ankamen, tat Jesus, als wollte er weitergehen. Doch die Jünger baten ihn: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und Jesus blieb. Die drei saßen zu Tisch. Und Jesus nahm das Brot, dankte, brach es und gab es den Jüngern. An dieser Geste erkannten sie ihn. Und Jesus verschwand. In dem Moment merkten die beiden, was ihr Verstand erst jetzt erfasste, wusste ihr Herz schon viel früher. Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg? Die Auferstehung Jesu lässt sich nicht beweisen. Aber ich bin ganz sicher, die Gegenwart des Auferstandenen, die können auch wir spüren. Lasst uns achten auf dieses Brennen im Herzen.